Seit 15 Jahren fotografiere ich in Georgien. Immer geht es um tragische Geschichten, die mit Konflikten zu tun haben. Mit Flüchtlingen, mit entwurzelten Menschen. Doch jetzt möchte ich ein anderes Gesicht dieses Landes zeigen. Ich mache mich auf den Weg in eine mythische Gegend, von der mir die Georgier immer wieder erzählt haben. Ein Traumparadies im Herzen des Kaukasus, in dem im Winter nur einige wenige Menschen leben. Eine Welt, die die Seele des Landes in Schwingungen versetzt. Tuschetsien. Ende Herbst steigen die Tuschen, traditionell Schafhirten, mit ihren Tieren hinab von den Bergen. Sie verlassen den Kaukasus, bevor die einzige Straße, die nach Tuschetsien führt, gesperrt wird und die wenigen unbeugsamen Menschen, die dort den ganzen Winter verbringen, vom Rest der Welt abgeschnitten sind. Bevor ich in die höheren Regionen aufbreche, treffe ich nicht weit von dem Dorf Alwani auf Jumbera, einen Viehhirten. Wie geht es dir? Gut, danke. Und wie geht es dir? Gut, danke. Sehr gut. Woher kommst du? Wir kommen aus den Bergen von da hinten. Aus Tuschetsien? Ja, wir kommen aus den Bergen Tuschetsiens. Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und gefährlich. Sie wird gesperrt, sobald der erste Schnee fällt. Dann können die Autos sie nicht mehr befahren. Die, die dann in Tuschetsien bleiben, haben Vieh, Pferde. Sie verbringen dort den ganzen Winter. Ich würde auf meinem Weg nach Tuschetsien gerne in einer Nabadi schlafen. Ja, die ist in den Bergen sehr praktisch, wenn es regnet. Sie ist wasserdicht. Ich hänge sie um und schlafe. Sie ist schwer. Das ist gut. Ich schlafe so. Hirten haben keine Schlafsäcke. Wenn die Schafe vor irgendetwas Angst haben und anfangen rumzurennen, kann der Hirte schnell aus seiner Nabadi aufstehen und sie wieder zusammentreiben. Die Nabadi ist ein Objekt, das mich fasziniert, seit ich die Fotos von Shalva Achat Neitzel gesehen habe. Sein Großneffe Zviad hat sie aufbewahrt. Zviad? Yes. Gregory. Nice to meet you. Das sind Familienfotoalben. Das ist Shalva. Ah, der Fotograf. Shalva war ein tuschetischer Fotograf der 60er Jahre. Seine Fotos sind großartig. Durch sie kam ich zum ersten Mal mit der Geschichte Tuschetsiens in Berührung. Sie sind ein einzigartiges Zeugnis der Bevölkerung und ihrer Region. Auf jedem Foto siehst du einen Tuschen, der feiert. Das ist Tuschetsien. Oh ja. Shalva hat das Leben in den Bergen genossen, insbesondere die großen traditionellen Sommerfeste. Hier sieht man die berühmte Nabadi der Schäfer, die rituellen Opferungen der Schafe, die Freude an den Festessen unter freiem Himmel. Diese Fotos sind Teil eines emotionalen Erbes, das den Georgiern sehr wichtig ist. Es fällt mir schwer, das in einem Wort zu beschreiben, aber Tuschetsien bedeutet mir alles. Meine Kindheit, meine Erinnerungen, meine Vergangenheit, meine Vorfahren, die Erde, das Wasser, die Luft. Du hast wirklich das Gefühl, dass dir etwas Besonderes mitgegeben wurde, wenn du ein Vertreter dieses kleinen Fleckchens Erde bist. Du besitzt eine echte Perle, die jeder von uns sorgsam hüten muss. Diese Worte berühren mich, genauso wie die Fotos. Nicht zuletzt, weil auch ich noch analog fotografiere. Um mir Zeit zu lassen, um das Bild, das sich entwickelt, zu spüren. Morgen mache ich mich mit einem Pferd auf den Weg nach Tuschetsien. Ich begleite Levan und Buko, zwei Tuschen, die ich in Alwani kennengelernt habe. Sie bringen Pferde zu einem Paar, das im Winter in den Bergen bleiben wird. Sie müssen sich beeilen, bevor die Straße gesperrt wird. Wo ist die Karte? Da hinten. Zu dieser Jahreszeit und zu diesem Zeitpunkt sind wir die Einzigen, die sich in diese Richtung auf den Weg machen. Die anderen treiben ihre Schafe ins Tal hinab. Für uns ist es eine Reise gegen den Strom. Von Alwani aus folgen wir dem Weg bis zum Abano-Pass. Er ist das wahre Eingangstor nach Tuschetsien und hier wird der Zugang zu dieser Region gesperrt, sobald der erste Schnee fällt, was sie noch reizvoller macht.
Dann werden wir Omalo erreichen, das Hauptdorf. Und von da aus werde ich mich von Tal zu Tal, von einem Weiler zum nächsten treiben lassen, um die Menschen kennenzulernen, die dort geblieben sind. Ein Ort, der mich besonders reizt, Bocciorna. Das höchstgelegene Dorf Europas, wo nur ein einziger Mann das ganze Jahr überlebt. Heute Abend bleiben wir hier am Fuße des Passes. Ah, das ist noch unterhalb des Passes. Wie hoch ist er? Der Pass ist 2978 Meter hoch. Die Pferde, die wir mit hochnehmen, gehören Kako und Eliko. Wir werden sie dann oben bei ihnen lassen. Ah, das sind die Pferde der Leute, die im Winter dort oben bleiben. Buko, wie viele Personen bleiben den ganzen Winter über in Tuschetien? 14 bis 15. Und du möchtest im Winter nicht hier leben? Nein. Höchstens, um es mal auszuprobieren. Vor uns liegen zwei oder drei Reisetage, 70 Kilometer und ein Höhenunterschied von 5000 Metern. Bei diesem milden Wetter scheint es eine angenehme Reise zu werden. Ich gebe mich dem Rhythmus und den Schritten der Pferde hin, die meine Gedanken leiten. Und ich frage mich, was Tuschetien den Georgiern so kostbar macht. Ist es die Landschaft? Liegt es daran, dass der Region die vielen Konflikte erspart geblieben sind? Oder liegt es an der Abgeschiedenheit, in der diese unbeugsamen Menschen leben, die ganzjährig hier oben wohnen bleiben? Unterwegs begegnen wir Schäfern, die ihre Herden ins Tal treiben. Wie geht's dir? Wie laufen die Geschäfte? Und die Schafe? Wo sind sie? Kommen sie nah? Wie viele Tiere hast du? Mindestens 1200. Was ist mit diesem Schaf passiert? Es ist wohl abgestürzt. Die Herde hat es abgedrängt und dann? Diese Strecke ist atemberaubend. Die Strecke ist sehr beeindruckend. Sogar für die Schäfer, die ihn zweimal im Jahr gehen, ist dieser Weg immer wieder ein Abenteuer. Der Hirte, dem wir begegnet sind, hat auf seiner letzten Tour auf diese Weise schon etwa 15 Schafe verloren. Ich frage mich, wo wir schlafen werden. Hier kann man sich nirgends hinlegen. Wir werden schon etwas finden. Zwischen den Schafen? Das Leben dieser tuschetischen Schäfer scheint immer gleich geblieben zu sein. Sie schlafen noch genauso in ihren Nabadis wie die Hirten, die ich auf den Fotos von Shalva gesehen habe. Auch ich fange jetzt an zu fotografieren. Ich möchte eigentlich nicht viele Fragen stellen, sondern mich lieber der Stille hingeben und die Bilder zu mir kommen lassen. Das weckt die Neugier der Schäfer. Ich erhebe mein Glas auf das Schicksal, das uns zusammengebracht hat. Welch glücklicher Zufall, dass wir hier zusammen sind. Was bringt es ihm, all diese Fotos zu machen? Es gibt schon so viele Leute, die hier fotografiert und die Bilder dann auf Facebook gestellt haben. Er hat eine andere Sichtweise. Sein Blick ist anders als der anderen. Es ist eine künstlerische Arbeit. Es ist nicht für die Presse. Und ich empfinde es als großes Glück, hier zu sein. Wir stoßen auf den an, der seit unserer Abreise sein gütiges Auge auf uns geworfen hat. Und auf den, der uns empfangen wird. Oh, es ist warm. Warm doch. Dato, sind die Hunde da? Ich entferne mich manchmal von Levan und Buko, um die wechselnden Lichtstimmungen und den Lauf der Schatten zu beobachten. Ich muss diesen Weg erspüren. Man hat mir so viel darüber erzählt. Er zählt zu den gefährlichsten Strecken der Welt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Es kommt nicht selten zu Erdrutschen. Im Laufe der letzten 6 Monate sind 15 Leute auf diesen Serpentinen zu Tode gekommen. Und kurz vor unserer Abreise hatte mir Levan noch erzählt, dass 2 Wochen zuvor ein Schäfer vom Blitz erschlagen wurde. Diese Geschichte geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Auch wenn die Strecke per Pferd eher angenehm ist und es das Wetter gut mit uns meint, aber das Klima in den Bergen ist extrem wechselhaft.
Was ist los? Ich weiß nicht genau. Da draußen ist ein Unwetter. Es regnet. Es ist die Hölle. Aber es wird schon gut gehen. Okay. Meine Füße sind klatschnass. Am frühen Morgen klart der Himmel wieder auf. Aber nach dieser einen Nacht habe ich plötzlich eine andere Sicht auf das Leben unterwegs. In dieser Nacht habe ich mich plötzlich dem Tod nahe gefühlt. Ich bin so etwas nicht gewohnt. Ja, einige Blitze waren schon ziemlich nah. Ich hätte hier auch sterben können. Einfach so. Die Blitze machen den Schäfern hier tatsächlich am meisten Angst. Dieses Erlebnis erinnert mich an eine Nacht in meiner Kindheit. Ich habe die ganze Nacht in einer durchnässten Nabadi geweint und mich gefragt, was ich hier eigentlich mache. Wirklich? Ja. Mein Vater hat mich durchgeschüttelt. Er sagte zu mir, du musst ein starker Mann werden. Du musst lernen, wie man überlebt. Und wenn du hier die Arbeit eines Hirten machen kannst, kannst du jede Arbeit machen. Und er hatte recht. Welche Arbeit machst du, wenn du nicht hier in den Bergen bist? Ein ganz leichten Job. Ich arbeite in Kalifornien, in San Francisco, als Fahrer für Uber. 6 bis 7 Monate im Jahr. Tatsächlich? Aber ich hatte auch schon härtere Jobs. Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? 84, mindestens. 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist verrückt. Aber ich habe Energie, weil ich weiß, dass ich dann wieder für 4 bis 5 Monate hierher komme und mich ausruhen kann. Ich kann es kaum glauben. Auf dieser Strecke, die nach Tuschetien führt, wird mir klar, dass es wirklich unmöglich geworden ist, sich dieser globalisierten Welt komplett zu entziehen. Viele Tuschen verlassen ihre Berge, um in der Stadt oder im Ausland zu leben. Sie kommen nur in den Sommerferien hierher zurück. Das bestärkt mich in meinem Interesse für die letzten Bewohner, diese widerstandsfähigen Menschen, die im Winter alleine hier oben bleiben. Als wir uns dem Abano-Pass nähern, steigt Nebel auf und hüllt uns ein. Ich versuche, diesen Moment einzufangen. Versteckt sich Tuschetien hier vor der Ankunft eines Fremden? Oder stellt uns Chihale, der alte tuschetische Wettergott, auf die Probe? Wir kämpfen uns die letzten Meter gegen Wind und Kälte voran. Aber die Tuschen wissen, wie man die Reise immer wieder mit Ritualen unterbricht, um neue Kraft zu schöpfen. Auf den guten Engel dieser Reise. Trink ihm auch was ein. Ganz schön kalt. Esst was. Lass keinen Tropfen übrig. Trink aus. Muss man dir das extra sagen? Wer hat noch nichts getrunken? Ich spreche den Trinkspruch aus. Lasst uns die Gläser erheben auf den Wettergott Chihale. Möge er uns gutes Wetter für die Reise schenken. Komm her, Kollege. Tradition ist Tradition. Wie geht es Ihrer Majestät? Auf den Engel der Reise, auf Ihre Ankunft und auf unsere Begegnung. Ich muss die Männer, denen wir begegnen, einfach fotografieren. Sie erinnern mich an die Männer auf den Fotos von Shalva. Wenn der Himmel klar wäre, was würden wir hier sehen? Das Paradies. Ich nenne es mein Paradies. Es ist für mich ein Meer der Gefühle. Das ist sehr sentimental. Ich kenne diese Strecke seit meiner Kindheit. Ich habe viele Jahre lang das Vieh begleitet. Oh, siehst du? Es zieht auf. Wow, der Kaukasus. Unglaublich. Amazing. Chihale, der Wettergott, hat uns erhört und eröffnet uns einen Horizont voller Gipfel und Täler. Die Pforten zum Königreich haben sich geöffnet und Tuschetien lässt uns eintreten. Die Strecke wird ihrem Ruf gerecht. Die Laune des Wetters, die Höhe, waren für mich wie ein Initiationsritual. Ich bin sogar glücklich, dass ich zwischendurch an der Möglichkeit gezweifelt habe, es zu schaffen. Die tuschetische Dichterin Etta Tatareize sagte vor meiner Abreise zu mir,
Um Tuschetien kennenzulernen, muss man zu Fuß oder zu Pferd hinreisen. Mir ist jetzt klar, warum. Man muss die Abgeschiedenheit dieser Gegend körperlich spüren, um all diejenigen zu verstehen, die jenseits des Passes leben. Ich freue mich wirklich darauf, sie kennenzulernen. Ich zeige dir Omalu, wo Nuksa lebt. Wir treffen in Omalu ein und Levan begleitet mich zu Nuksa. Nuksa ist eine Persönlichkeit in Tuschetien. Als Historiker ist er das Gedächtnis dieser Gegend. Er hat 25 Jahre das ganze Jahr über hier gelebt. Aber heute wird er, wie die Schäfer, ins Tal hinabsteigen, bevor die Straße gesperrt wird. Wie geht es dir? Gut, und dir? Darf ich vorstellen, Nuksa? Wie geht es Ihnen? Nuksa bereitet jetzt seine Abreise ins Tal vor. Und wir werden uns zum Abendessen wiedersehen. Bis dahin werde ich einen Spaziergang machen und die Landschaft in mir aufnehmen. Ich bin endlich in Tuschetien. Da hinten ist ein kleiner schneebedeckter Gipfel. Ich schaue mal, ob dort jemand ist. Warum bleiben eigentlich so wenige Menschen hier? Liegt es an den harten Lebensbedingungen? Oder wurden diese abgelegenen Gegenden von der Geschichte eingeholt? Bin ich der Tamada, der Tischmeister? Ja, beginnen wir mit Gott. Ehre sei Gott. Auf unseren Gast. Sei willkommen in Tuschetien. Möge all das Kommen und Gehen in Tuschetien stets von Glück erfüllt sein. Ich habe gesehen, dass viele Leute aus Tuschetien in Albany wohnen. Und ich habe erfahren, dass viele Familien früher in Tuschetien lebten. Seit wann ist das so? Und wann begannen die Familien, ins Tal hinabzusteigen? Die Tuschen haben die Gegend 1959 verlassen. Unter dem Vorwand, in Albany Kolchosen gründen zu wollen, hat die sowjetische Regierung, haben die Geheimdienste unsere Bevölkerung nach Albany umgesiedelt. Obwohl es hier alles gab. Wir hatten in jedem Tal Schulen. Doch sie haben uns nach Albany umgesiedelt. Sie haben uns von unseren Wurzeln abgeschnitten. Unseren historischen Wurzeln. Und Sie haben dann Ihre Häuser in Tuschetien behalten und sind immer im Sommer zurückgekommen? Als die Tuschen ins Tal hinabstiegen, sind sie Wanderbauern geworden. Sie steigen im Herbst hinab und kommen im Frühling zurück. So sind sie zu Einwohnern auf Zeit geworden. Was du uns da erzählst, ist sehr interessant. Wir sind hier in der Abgeschiedenheit Tuschetiens. Und in Moskau wurden politisch motivierte Projekte für dieses Stückchen Erde geplant. Auf dein Wohl, lasst uns trinken. Ich vermisse die Winter in Tuschetien. Die Natur legt sich zur Ruhe. Die Bäume werden gelb und dann kommt der Moment, wo sogar das Wasser still wird. Musik
In höchstens 3-4 Tagen sind wir in Albany. Aber eines Tages, wenn ich in Rente gehe, werde ich mich wieder hier in meiner Gegend ansiedeln. Das wird dann der wahre Luxus für mich sein, in dieser Abgeschiedenheit zu leben, frei und im Einklang mit der Natur. Nuksa war der letzte Lehrer in der Schule von Umalo. Wie alle, die den Ort aufgrund der historischen Ereignisse verlassen haben, trägt er ein tiefes Heimweh nach Tuschetien in sich und nimmt es mit ins Tal hinab. Die Wachtürme des Dorfes, an denen schon viele Jahrhunderte vorbeigezogen sind, symbolisieren diese unerschütterliche Verankerung. Von Umalo geht es weiter nach Shinako, nahe der russischen Grenze. 10 Kilometer schroffe Felswände. Hier endet die Reise von Levan und Buko. Sie bringen die Pferde bei dem letzten Bauernpaar vorbei, das das ganze Jahr hindurch in den Bergen lebt. Guten Tag. Grigori. Guten Tag. Wie geht's? Gut, und selbst? Darf ich vorstellen? Kako. Eliko. Grigori. Freut mich. Ganz meinerseits. Eliko und Kako sind noch immer in ihrem Sommerhaus an der Nordseite des Tals. Von hier aus wacht Kako über die Tiere im Stall, der neben dem Winterhaus im Licht der Südsonne liegt und in das sie in wenigen Tagen umziehen werden. Die Aktivitäten sind schon etwas heruntergefahren und ihr Leben bewegt sich langsam in Richtung Winterruhe. Hey, Lady, was machst du da? Warte, warte. Aufstehen, Lady. Hopp, beweg dich. Ich lerne Eliko und Kako kennen. Zwei, die den Widrigkeiten trotzen. Zwei Idealisten. 20 Jahre, nachdem die sowjetische Regierung die Tuschen dazu gedrängt hat, in den Tälern unten zu leben und in den Kolchosen zu arbeiten, haben sie ihnen in den 80er Jahren auferlegt, wieder in die Berge zurückzukehren. Kako und Eliko waren Teil dieser Rückkehrwelle, nachdem die Regierung versprochen hatte, eine Infrastruktur aufzubauen, mit Post, Schulen und Stromleitungen. Das Projekt der 80er Jahre hieß Renaissance der Berge. Man hat all denen Unterstützung versprochen, die wieder in den Bergen leben würden. Wir hatten nichts. Wir haben bei Null angefangen. Das Leben war sehr schwer, aber wir glaubten an die Zukunft. Dann brach die Sowjetunion zusammen. Und nach und nach sind alle gegangen. Wir haben uns an dieses Leben gewöhnt und wollen es nicht aufgeben. Das Dorf ist schon verlassen und wenn wir auch noch fortgehen, wird man diesen Ort definitiv verlieren. Kako und Eliko sind die letzten Wächter des Dorfes. Ohne sie würde Shinako im Winter in einen tiefen Schlaf versinken und erst wieder im Sommer aufwachen, wenn die Sommerhäuser wieder öffnen, die als Gästewohnungen dienen. Es wäre das Ende der Landwirtschaft in den Bergen, die sie versuchen aufrechtzuerhalten. Während ich ihnen zuhöre, denke ich an Shalva, den tuschetischen Fotografen, dessen Arbeit mir die Tore zu dieser Welt geöffnet hat. Habt ihr ein weißes Laken? Ja, es hängt da hinten an der Leine. Vielen Dank. Ich richte ein improvisiertes Fotostudio ein und schlage Eliko und Kako vor, Porträts zu machen. Eine Art Symbol für die etwas starre Winterzeit. Ist doch ein schönes Studio, oder? Sie halten mich wohl für eine Art Hollywood-Star. Das ist sehr gut. Kennen Sie die Arbeiten von Shalva Achatneitze? Ja, er hat mich einmal fotografiert. Er war ein sehr bekannter Fotograf. Er hat mir das Foto ein Jahr später sogar gezeigt. Können Sie mich bitte anschauen? Schauen Sie bitte zu mir. Ich möchte einfache Porträts machen, wie Shalva es gemacht hat.
wenn die Leute für ihre Passfotos zu ihm nach Albany kamen. Das bin ich mit der Schleife. Wirklich? Ohne es zu wissen, hatte ich ein Porträt von Eliko bei mir, das Shalva vor 40 Jahren in Albany gemacht hatte. Ich habe jetzt das Gefühl, es geht hier um mehr als um eine Hommage. Ich trage gerade dazu bei, dass eine Geschichte weitererzählt wird. Die der Tuschen und die von Kako und Eliko. Schließen Sie bitte die Augen. Nach der Fotosession schenkt Eliko mir ihr Vertrauen und führt mich in ihr geheimes Paradies. Sie träumt davon, dass es eines Tages wieder zum Leben erwacht. Literatur, Kinderbücher, Romane, es gibt alles. Das sind alte Bücher. 1984 gab es hier eine Bibliothek und die Bücher sind aus dieser Zeit. Während der Unruhen von 1988 bis 1989, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde sie geschlossen. Die Vertreter des Kulturamtes haben so oft gewechselt, dass sie sie einfach vergessen haben. Die Bibliothek von Shenako gibt es nicht mehr. Sie ist verschwunden. Und hier liegen sie, einfach so zusammengebunden und keiner ahnt etwas von ihrer Existenz. Deswegen würde ich gerne eine Bibliothek einrichten, zum Wohl dieser Bücher und zum Wohl der Menschen. In der Stille der Nacht denke ich über die Seelengröße von Kako und Eliko nach. Die Hüter einer Herde, eines Dorfes und einer seit 30 Jahren ruhenden Bibliothek. Die Abzüge der Fotos herzustellen, zwingt mir eine Verlangsamung auf. Und ich habe den Eindruck, mich in Einklang mit ihrem Leben zu bringen. In unserer heutigen Zeit, mit ihrer ständigen Beschleunigung und ihrer Bilderflut, empfinde ich es als Luxus, mir so viel Zeit zu nehmen, um nur 2 oder 3 Abzüge zu machen. Das ist schön. Die Struktur wirkt etwas unscharf, ein bisschen seltsam. Es hat etwas Vergängliches. Die Zeit, die Geduld, ein ganzes Leben spiegelt sich hier im Gesicht von Eliko. Kako! Kako. Was ist denn hier los? Er möchte uns etwas zeigen. Das ist schön. Es zeigt mich wirklich, wie ich bin. Danke. Danke. Wie alt ich geworden bin. Und was du damals für ein Mädchen warst. Ich war 20, als ich als junges Mädchen hoch nach Tuschetien kam, nach Shenako. Hier kann man sehen, wie ich gealtert bin, nach all dem, was hier passiert ist. Was mir an diesen Abzügen besonders gefällt, sie sind im Mondlicht von Shenako entstanden. Sie wurden mit dem Wasser von Shenako abgespült. Sie sind in eurem Haus getrocknet und haben heute Morgen den Regen von Shenako abbekommen. Und all das steckt in diesem Papier. Von Kako und Eliko aus gehe ich alleine bis an die Grenze. Ich möchte dieses abstrakte Wort in Bilder fassen und das Schwindelgefühl empfinden, das einen erfasst, wenn man am Rand der Welt steht. Die Grenze läuft genau an diesem Kamm entlang, der dann nach unten führt. Hinter dem Kamm liegt Russland. Wir blicken auf ein Gebiet, um das sich Dagestan und Georgien gestritten haben. Es sollte eigentlich zu Georgien gehören, gehört es aber nicht mehr. Im Laufe meiner Arbeit als Fotograf war Georgien das kleine Land, das zum strategisch wichtigen Streitfall der Großmächte wurde. Und das spiegelt dieser Ort wider. Denn für die Tuschen sind die Grenzstreitigkeiten eine Realität. Sein Dorf zu verlassen, würde für Kako bedeuten, den Russen die Möglichkeit zu eröffnen, sich dieses Gebiet wieder anzueignen. Sie empfinden sich also nicht nur als Wächter des Dorfes, sondern auch als Hüter der Grenze. Diese tiefe Verwurzelung rührt mich.
Vor allem, weil ich schon so viele Menschen fotografiert habe, die in den Konflikten Abchasiens und Südossetiens ihre Wurzeln verloren hatten. Hier nun treffe ich auf Menschen, die mit ihrer Region tief verbunden sind. Levan hat mir von einem Mann erzählt, der den Winter komplett alleine verbringt. Bevor er seine Reise zurück ins Tal antritt, begleitet er mich nach Cheshow, 30 Kilometer entfernt von Ilikos und Kakos Dorf. Hier lebt Surab. Seine Familie und seine Freunde sind noch bei ihm, um ihm bei der Vorbereitung auf den Winter zu helfen, bevor die Straße definitiv gesperrt wird. Tsetse, glaubst du, das Heu reicht für den Winter? Wie geht's? Ich hab viel zu tun. Mein Freund Grigori. Wie geht's, Grigori? Bist du innerlich bereit, ganz allein zu bleiben? Ja, ich bin bereit. Letzten Winter habe ich mir um das Viehfutter Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, ob es reichen würde. Das war meine einzige Sorge. Ansonsten war ich zuversichtlich. Du machst dir also mehr Sorgen um deine Kühe als um dich selbst? Ja, natürlich. Ich könnte mit Jagen und Sammeln von allem Möglichen überleben. Wenn unsere Vorfahren früher nichts mehr zu essen hatten, haben sie dünne Ahornzweige geschnitten, sie gekocht und gegessen. Ich mache einen Spaziergang. Die Verwurzelung dieser Menschen drückt sich auf einfache Art und Weise aus. Sie bauen an, schlagen ihr Holz, holen Wasser aus den Quellen. All diese im Grunde alltäglichen Gesten rühren mich. Denn sie stehen für die Verbundenheit mit ihrem Stück Erde. Ich lebe schon lange in einer Großstadt und habe diesen direkten Bezug zu Boden und Erde verloren. Ich lege hier Fotopapier hinter die Pflanze. Dann blitze ich mit der Kamera. Und normalerweise entsteht dann dadurch ein Abdruck der Pflanze auf dem Papier. Das ist alles. Es entsteht eine Art Abdruck der Landschaft. Nachts erstelle ich Fotogramme. Ich halte auf dem Papier die Umrisse von Naturfragmenten fest. Von Blättern, Federn, Staubkörnern. Viele Dinge, die unbedeutend scheinen. Für mich ist das jedoch eine Möglichkeit, mich diesem Stück Erde bis hin zu den kleinsten Elementen anzunähern. So als würde ich dort selbst Wurzeln schlagen wollen. Oder als wollte ich selbst diese Bindung eingehen, die ich bei den Menschen hier so stark empfinde. So wie Surab. Früher stieg er im Winter ins Tal hinab. Aber zum zweiten Mal wird er jetzt in den Bergen bleiben. Surab, wie ist es hier im Winter? Die Einsamkeit. Ich weiß nicht, aber mir persönlich kommt das entgegen. Ich komme gedanklich zur Ruhe. Mein Geist kommt zur Ruhe. Nachts gehe ich hinaus, setze mich hin und beobachte die Sterne. Ich stehe morgens zwischen 3 und 4 Uhr auf. Es tut gut, die Natur in dieser Stille zu beobachten. Ich liebe diese Einsamkeit. Für mich ist das nicht schwer. Es gibt ja das Telefon. Das ist nicht so schwer. Ich halte mich auf dem Laufenden. Wer mir nur immer wieder mal fehlt, ist meine Frau. Hier den Winter verbringen,
Nein, ich habe auch meine Kindheit nicht hier verbracht. Ich bin zu Hause. Mein Zuhause ist hier. Meine Heimat. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte mich für diese Fotos rasiert, aber ich sehe unrasiert aus. Ist das die Schere, die du zum Wolleschneiden verwendest? Ist das das Messer deiner Mutter? Das Messer von Marusa? Ich habe es heute Morgen schon gesehen und mich gefragt, was es ist. Es ist ein Messer von meiner Mutter. Das Messer, das Marusa gemacht hat. Ich lege das hier hin. Und da entsteht dann der Abdruck. Sura beeindruckt mich. Er hat diese Abgeschiedenheit bewusst gewählt. So als ob er sich wieder mit seiner Erde verbindet und ihm das eine große Ruhe verleiht. Genau diesen Aspekt Georgiens empfinde ich so stark hier in Tuschetien. Diese starke Bindung mit der Erde, dem Boden. Ich habe ein bisschen Angst davor, in den Bergen zu bleiben. Abgeschnitten von der Welt. Der Schnee bedeckt nach und nach die Hänge. Der Winter ist da. Levan müsste inzwischen wieder in Kalifornien sein. Und ich bin allein mit diesen Unbeugsamen, diesen 15 Leuten, die bleiben, wenn alle anderen abreisen. Alle halten hier die Stellung, ohne fließend Wasser, ohne Elektrizität. Wie Soso. Er wacht über das Dorf Chico. Kurz bevor ich ihn getroffen habe, gab es einen Zwischenfall mit Wölfen. Seso, der in einem anderen Dorf wohnt, hat davon erfahren und erkundigt sich vor Ort. Man sieht überall Spuren von Wölfen, von vielen. Man kann sie gut erkennen. Ist der Hund tot? Von Wölfen gefressen? Wie viele? Ein Hund? Ja, ein Hund. Ein Hund. Und sechs Wölfe. Sechs Wölfe? That's it. Es ist nichts mehr übrig. Nicht einmal das Skelett. Das ist Blut. Der Hund ist weg. Das ist alles, was er gefunden hat. Sie haben schon sechs seiner Hunde gefressen. In acht Wintern sechs Hunde. Ehre unseren Vorfahren. Auf unsere Vorfahren, die dieses Land für uns erhalten haben. Als ich alleine war, habe ich in den Spiegel geschaut und da war jemand. Okay, Butschki, so ist es eben. Wer mag schon die Einsamkeit? Aber was soll ich machen? Wo soll ich denn hin? Ich muss hier bleiben. Das ist schwierig. Meine Familie ist unten, aber ich kann nicht gehen und die Tiere zurücklassen. Mein Großvater hat hier auch gelebt, meine Onkel auch, und jetzt bin ich hier. Darum sind wir hier. Es ist schwer, allein zu sein, aber es muss sein. Ein Hund? Nein, die Wölfe. Die Wölfe? Ich liebe diesen Ort. Ich kann nicht weggehen. Hier ist schon so viel zerstört. Wenn ich gehe, wird es noch weiter kaputt gehen. Alles hier ist schön, wenn du dich umschaust. Das ist so schön.
Ich liebe alles, was mit Tuschetien zu tun hat. Das Dorf Chigo besteht fast nur noch aus Ruinen. Und man kann froh und dankbar sein, dass hier noch ein Mensch das ganze Jahr überlebt. Soso bleibt hier. Er empfindet es als seine Pflicht, das Land, das er liebt, zu schützen und das Erbe seiner Vorfahren weiterzuführen. Als Tusche steht das Wohl der Gemeinschaft über dem des Einzelnen. Die Geschichte von Sosos Hund geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Diese Männer akzeptieren es, Tiere an die Wölfe zu verlieren. Eine Art Schicksalsergebenheit. Ein Tribut, den es zu zahlen gilt, wenn man mitten in einer nach wie vor wilden Natur leben möchte. Auf meinem Spaziergang in der darauffolgenden Nacht taucht der Hund im roten Licht meiner Stirnlampe auf wie ein Geist. Und hinter meinem Objektiv scheint sein Abdruck die ganze Landschaft einzunehmen. Jetzt muss ich nur noch nach Bochorna reisen. Das letzte Dorf, das ich noch nicht besucht habe. Bochorna gilt als das am höchsten gelegene Dorf Europas. Und es lebt nur ein Mann dort. Ganz allein. Von dem alle sprechen. Irakli. Das ist wunderschön. Das ist ein Steinbock, oder? Nach einem langen Fußmarsch erreiche ich das Dorf, 2345 Meter hochgelegen. Der berühmte Irakli, 80 Jahre alt, einziger Arzt der Gegend, ein unerschütterliches Urgestein, ein Enthusiast, der seine Berge nie im Stich lassen würde, erwartet mich schon. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Gut, und dir? Gut. Ich besuche ihn, um morgen mit ihm das georgische Neujahrsfest zu feiern. Wie geht's? Geht es dir gut oder nicht gut? Sonst horche ich dich sofort ab. Happy New Year. Frohes neues Jahr. Was ist das? Möge dein Lebensabend später so süß werden wie diese Köstlichkeit. Danke. Jetzt beginnt 2020. Nach dem alten georgischen Kalender ist heute Neujahr. Zusammen mit unseren Gästen ehren wir die Altäre und die Engel. Frohes neues Jahr. Dir auch ein frohes neues Jahr. Ehre sei Gott und seinen Söhnen. Mögen die Hirten, Jäger und Wanderer beschützt werden. Mögen sie auf dem Weg des Glücks und des Wohlwollens gehen. Möge Gott unsere Jugend beschützen, die Jugend des Dorfes, Bochorna und seine Gäste. Mögen sie den Weg des Glücks und des Wohlwollens gehen. Ruhm und Gnade! Ruhm und Gnade! Immer und immer wieder! Ja,
Wer hat noch kein Glas? Hast du noch kein Glas? Nimm dir Vermühnchen und reiche es weiter. Als ich allein in Tuschetien war, hatte ich niemanden, mit dem ich sprechen konnte oder mit dem ich Zeit verbringen konnte. Ein einziger Mensch hat mich damals besucht. Er kam, um zu schauen, ob ich noch am Leben war oder schon tot. Ich war mir erst nicht sicher, ob es ein Mensch oder ein Tier war, was da kam. Als ich dann gesehen habe, dass es ein Mensch war, war ich sehr glücklich. Ich werde also immer für ihn da sein und diesen Mann hier niemals vergessen. Freunde, Freunde. Brüder, Brüder. Für Irakli sind diese Rituale und die Brüderlichkeit die Grundfesten dieses Lebens am Rande der Welt. Er würde unter keinen Umständen und zu keiner Jahreszeit gegen die Regeln der Gastfreundschaft und gegen die überlieferten Sitten und Gebräuche verstoßen. Ich verbringe mehrere Tage mit ihm. Ich fühle mich in seiner Gesellschaft wohl, mit seiner Lebensfreude, seiner Energie und seiner ganz besonderen Art, den Tag zu beginnen. Mehr nehme ich morgens nicht. Mehr brauche ich nicht. Na los, nimm einen. Nur ein bisschen. Wenigstens das hier. Tee gibt es später. Das reicht. Irakli, kann ich mit den Skiern nach Dotscho gehen? Die sind selbst gemacht. Alles geht. Du hast diese Skier gemacht? Ja, ich habe eine Woche dafür gebraucht und habe sie aus einem Holzbrett hergestellt. Früher brauchte Dr. Irakli die Skier für seine Fahrten zur Krankenstation von Omalo und wieder zurück, wenn es zu stark geschneit hatte. Ich leihe sie mir an diesem Vormittag aus, um den Radius meiner kleinen Ausflüge etwas zu erweitern. Und ich stoße auf diese verlassene Schäferei. Sie hat für mich Symbolcharakter, als der letzte Ort, an dem man noch leben kann. Eine letzte Zufluchtsstätte. In höchster Abgeschiedenheit. Sie steht für die Fragilität dieses Lebens am Rand, fernab von allem anderen. Irakli, ich wünschte, er wäre mein Großvater. Ich würde ihn gerne einmal im Monat besuchen. Einfach um hier sein zu können und Zeit mit ihm zu verbringen. Um ein erfülltes, aber einfaches Leben zu führen. Der Abschied von diesem Ort wird mir schwerfallen. Ich würde gerne sagen, dass ich bald wiederkomme, aber ich weiß, dass das schwierig sein wird. Tuschetien ist weit entfernt von dem Ort, wo ich lebe. Meine Tür steht dir immer offen.
Meine Reise neigt sich ihrem Ende zu. Ich bin nach Tuschetien gereist, um zu fotografieren, was diese Bergwelt verbirgt und was die Georgier ihre Seele nennen. Und ich habe all diese wilden und unberührten Gegenden entdeckt. Und ich habe hier noch viel mehr gefunden. Die Entschlossenheit von Kako und Eliko, die Gelassenheit von Surab, die Beharrlichkeit von Esusso, die Lebenskraft von Irakli, die Brüderlichkeit von Seso. So viele Persönlichkeiten, deren Charakter ein Spiegelbild dieser Landschaft zu sein scheinen. Ihre tiefe Liebe für dieses Stück Erde hat mich beeindruckt. Ich verlasse sie auf dem Luftweg und habe das Gefühl, eine fernabliegende Insel hinter mir zu lassen. Ich werde diese Orte immer im Gedächtnis bewahren, die so abgeschieden und doch so voller Leben sind. Mit ihren Tieren und Pflanzen und mit all den Menschen, mit ihren Ritualen, ihren Träumen und ihrem im Hier und Jetzt so fest verankerten Leben.